So, weiter geht's heute mit Hogwarts Legacy und wir machen weiter mit der nächsten Mission. Und die da heißt Charles Hogwarts Prüfung. Ich bin schon mal vorgereist zu Schloss Rockwood. Und hier, ja, hier sind wir dann. So, kann ich jetzt mal eben. Ja, kann ich. Also zumindest in die Nähe sind wir gereist. Aber hier haben wir noch einen Punkt. Und da fällt mir gerade ein. Oh. Nix, ich bin hier. Wow. Natürlich wissen wir jetzt erstmal. So, jetzt sind wir ein bisschen raus aus der Nummer. Jetzt können wir nämlich hier ran. Ich musste jetzt gerade ganz kurz die Gegner finden. So, wir sammeln irgendwas. Genau, mit. Oh, ein mega Power-Trank. So. Jetzt haben wir ihn. Was geht hier vor sich? Professor Rookwood hatte recht. Hier wimmelt es von Victor Rookwoods Handlangern. Ich merke das schon. Renrocks Anhängern. Sie machen gemeinsame Sache, aber sie mögen sich eigentlich nicht. Sie werden mir wohl zustimmen, dass wir einen anderen Weg hineinfinden müssen. Gehen wir. So, Charles Rookwoods Prüfung. So. Ja, jetzt haben wir wahrscheinlich immer jetzt genug Gegner. Jetzt haben wir noch eine Truhe hier vorne. Aber wir sollen Schloss Rookwood betreten. Das kommst du auch nur du, mein Freund. Ja, dann komm doch her. Sieben jetzt. Jo. So. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich mal kurz Arc hier oben einstellen. Nee, Arc hier was nicht. Vigadium war es natürlich. Oder? Vigadium Leviosa. Komm mal hoch hier. Geht das nicht? Ja, doch. Nimm was zu. Ich müsste nicht rumgraben, wenn du mir endlich das Kind bringen würdest. Wir bräuchten das Kind nicht, wenn du keinen Drachen geschickt hättest, um den Behälter zu holen, für den ich dem Ministerium zahllose Gefallen getan habe. Du hast sie einsteigen lassen. Meine Möglichkeiten waren beschränkt, denn in dieser verdammten Schule wäre er außer meiner Reichweite. Hast du hier nicht genug Einfluss erlangt? Ich habe dich das Haus meiner Familie untertunneln lassen. Mich lassen? Du bist hier, weil du von einem Hüter abstammst und in Zukunft eventuell irgendwann von Wert sein könntest. Wir hatten uns geeinigt,
Ich teile die Macht mit dir, die ich gefunden habe, und du findest die noch verborgenen Magievorräte. Also, wenn du keine weitere Demonstration meiner Macht sehen möchtest, einer Macht, die du selbst begehrst, bring mir das Kind. Ich hoffe, das war der Typ. Wir wussten, dass sie hinter ihnen her sind, aber jetzt wissen wir, dass sie Speicher der Magie suchen. Und Ranrock weiß von den Hütern. Ja, das habe ich auch gehört. Professor Rookwood sagte, dass sie nach der nächsten Prüfung mehr verstehen werden. Dann mal auf in das Schloss. Genau so ist es. Auf geht's. Soll ich deiner Mutter noch was übermitteln? Komm doch her. Warte mal, ich muss mal kurz eben wieder ein bisschen was umbauen. Ja, ich will ja. So, hallo. Alter Verwalter läuft hier rum, ey. So. Toten. Ich habe mit 12 Tränke. Frage, wie kommen wir jetzt weiter? Betritt Schloss Rookwood, das hat er ja gesagt, das müssen wir ja machen. Okay, das geht jetzt nicht weiter, da müssen wir da lang. Okay, und im Zweifel immer da, wo der Weg lang geht. Da hoch. Dann geht's hier weiter, okay. Reveal. Hier, geht's weiter, okay. Das ist wohl der schnelle Weg nach unten. Rebellion. Komm ich nicht durch, oder was? Konzentro! In Zentrum! Um.
Warte mal. Revelio. Aufmachen jetzt nicht, oder? Fringo. Fingo. Scheinbar. Angeblich soll er ja da weitergehen, aber wie komme ich da durch die scheiß Tür? Warte mal. Natürlich. So, komme ich jetzt hier weiter? Nee. Ins Zentrum. Ah, wir waren es einfach mit dem hier. Bestimmt noch was damit zu tun, oder? So, das gibt noch mehr. So, sind das nur die drei? Protego! Contrinco!
Ach so, kann ich mitbekommen, dass die Tür schon auf ist. Okay, das war der Gedanke dahinter. Ja, ja, alles gut. Dann betreten wir mal den Lockwood-Keller. So. Lumos, Lumos! Koboldspuren. Sie sind uns einen Schritt voraus. Folgen wir ihnen. Revelio. Da lang? Lumos, Lumos! Das muss es sein. Der Magievorrat und die Quelle von Renrocks. Sieht so aus. Warum sind sie noch hier, wenn sie alles entnommen haben? Renrock sagte, dass es noch mehr zu machen gibt. Wenn er damit geht, gibt es womöglich hier. Auch immer es ist, wir müssen es finden, bevor sie es tun. Wo ist das Problem? Revelio. Lumos. Lumos! Ich habe etwas gehört. Ich hatte gehofft, dass sie es sind. Hier. Professor Rookwood, die Kobolde und die schwarzen Magier im Schloss suchen nach Magievorräten und haben eine Art Behälter aufgebrochen. Nein, es ist noch schlimmer, als ich gedacht habe. Wenn, wie sie es Percival sagten, ein Kobold in seinem Verlies mächtige Magie wirkte, dann haben sie irgendwie gelernt... Das kann nicht sein. Und die wissen, dass sie ein Hüter waren. Renrock nutzte den Begriff. Das ergibt keinen Sinn. Wer hat... Das besprechen wir später. Jetzt müssen sie die nächste Prüfung absolvieren. Na dann. Okay. Sagen Sie mir einfach, wo ich hin muss. Sie müssen diese Macht zuerst vollkommen begreifen. Dafür sorgen diese Prüfungen. Macht ohne Wissen ist enorm gefährlich. In den falschen Händen. Wir müssen Renrock überlisten. Und meinen unseligen Namensvetter. Gut, Professor. Sagen Sie mir, wo ich hin muss. Ich ja, alles klar. Werde es Ihnen zeigen. Professor Fick muss Sie jetzt verlassen. Ja, was? Verbinde dich mit der alten Magie. Lumos. Lumos. Hier. Na dann, gehen wir auf die Prüfung, wa? Das wird sowieso wahrscheinlich wieder alles in Heilen. Ich würde Ihnen anschließen, wenn ich könnte. Ich erwarte Sie in der Kartenkammer. Ja, wie immer, natürlich muss ich weitermachen. Wir gehen heute in die zweite Prüfung. Shiro, schließ die Schalzburgsprüfung ab. So, jetzt muss ich gerade gucken, wo ich hier ranlangen muss. Mit Sicherheit da hoch irgendwo. Das wäre aber zu einfach gewesen. Dachte ich mir, vielleicht noch, vielleicht hast du unten, was hast du aber nicht. Also gehen wir weiter hier hoch. Oder auch nicht. Doch, schon richtig. Ist schon richtig so. So, dann verbinden wir kurz mal die andere Seite. Wir müssen nämlich da runter. Ja, ich erinnere mich. Das ist wieder so ähnlich wie was wir schon mal hatten. Okay. Gut, wir müssen da hoch, ne?
So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Akio. Und Wingardium. Ja, wow. Ich kann gerade gar nicht viel tun. Was ist denn eigentlich immer hier? Warte mal, da muss irgendwo noch ein Dings drauf. Oder? So, weil ich da hochkomme vielleicht. Okay, soviel zum Thema. Hoch oder nicht? Den Garten in die Jungen.
In Zentrum. Sie graben die Idioten. Hakio geht auch nicht, oder was? Aber kann ich, gibt es keinen Zauber, wo ich irgendwie Objekte aufdecken kann? Weil es muss ja, kann ja sein, dass nur diese Säule muss ja aufgedeckt werden oder irgendwie, warte mal. Vielleicht Levioso, vielleicht wäre das sinnvoller gewesen. Ich bin keine Ahnung, warte mal. Muss ich nur ein bisschen helfen wissen. Gott sei Dank habe ich das Ding durch. Warte. Jetzt haben wir einen Gegner. Sind wir vielleicht zum ersten Mal, oder? Warte mal. Wir warten noch ab. Wenn wir wirklich Gegner, wo keine Gegner haben, warum wir jetzt keinen Zauber, keine Zauber mehr? Sperrt den Weg. Ich muss sie verschieben. Na gut, das ist wahrscheinlich nicht das Problem. Oder geht das nur, wenn wir hier durchgehen? Ach hier. Ins Händchen. Den Garten Leviosa. Sollte damit noch was zu tun, auf jeden Fall. Okay, das geht nicht. Das geht nicht. Schwierig gerade so ein bisschen. Wie kann ich das lösen?
Gut, das hat's ja schon mal nicht gebracht. Wie kriege ich die Beule weg? Aber vielleicht mit Herz einfach nehmen. Mit Dings nehmen bestimmt nicht. Mit Haki, oder? Wie kann ich die Scheiße besiegen? Schwierig gerade. Ernsthaft, ein Basisfluch. Ich sehe es gerade nicht. Ich habe gerade keine Ahnung. Ich bin hier gerade übelst. Ich stehe gerade so übelst auf dem Schlauch. Übelst auf dem Schlauch gerade. Das ist klar. Du wirst mich verarschen, oder? Jetzt müssen wir doch irgendwie durch, oder was? Du willst jetzt flachsen. Ernsthaft! Autsch, das ging ja. Okay, dann ja, gut, okay, ja. So, wieder einmal ein bisschen umbauen.
Na gut. Na, du willst bestimmt jetzt kämpfen, wa? So, haben wir das auch. Dann gehen wir hier weiter. So. Kann ich das auch drehen, drehen? Ja, mal, drehen wir das Ganze nochmal, dann nehmen wir uns da das Ding mit. So habe ich vorher schon Torbögen verschoben. Das ist ja klar jetzt. Oder so, ja, kann man es auch machen. Boah, was für eine Prüfung, liebe Leute. Das ist schon ordentlich. Also, da sind ein paar Sachen dabei, wo ich mir echt denke, erkennen muss es. So, jetzt müssen wir da irgendwie durch, oder was? Ist da wieder so eine Drehscheibe irgendwo? Ja, hier. Hier ist eine Säule, aber kein Vorsprung zum Festhalten. Gegner? Wieder her jetzt. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen jetzt gerade so ein bisschen. Was sind denn die Gegner her? Wir waren so was anderes. Ach da!
Aua. Okay, okay. So. Puh, Akio, wa? Warte mal. Ignatium Leviosa. So, muss ich jetzt irgendwie da... So, wie komme ich da jetzt weiter? Hier komme ich nicht rein. Hier komme ich auch nicht weiter. Da komme ich nicht hoch. Jetzt haben wir noch eine weitere Truhe. Nee, ne? Aber was weiteres im Dorf stehen eigentlich nicht gerade. Die Markierungen richten die Torbögen neu aus. Vielleicht geht's ja auf der anderen Seite vorwärts. Warte mal. Ah, warte mal, ja. Hä? Kann ich das? Genau, okay, ja, alles klar. Ich glaube, ich verstehe es, was er will. Ich muss, glaube ich, das Ding wieder klein machen, hier rüber hochstellen und dann kann ich da hochklettern. Alles klar, jetzt verstehe ich das Ding. So rum. Durch den Torbogen zu ziehen? Okay, wenn ich den jetzt da hochziehe. Jetzt kann ich nicht, ne? Oder? Ach Quatsch, mit Ozean ist richtig.
So, und dann machen wir das einfach mal mit einem großen Sprung und dann haben wir es durchgeschafft. What the fuck, Alter? Was für eine Mission, eine Aufgabe bisher? Was für eine Mission? Rebellion. Du hast auch mit garantierter Sicherheit immer noch Gegner jetzt hier. Ich höre es schon wieder. So, Frage, da kann man doch her gerade, oder? Ne, warte mal, wo kann man... Von da kam man, ne? Warte mal. Ich weiß, jetzt bin ich gerade raus. Müssen wir denn lang? Da lang? Sieht am Finale aus, dieser Prüfung. Dusel. Ja, das sieht auch nicht aus. So, den haben wir tot. Jetzt müssen wir nämlich ein bisschen gucken. Da habe ich mir gerade das Kabel rausgezogen. Naja, ich muss jetzt gerade gucken, dass ich die wieder sichtbar mache auf der Seite. Die sind sie nämlich. Ich muss das ein bisschen aufbauen. Geschafft. Gott sei Dank. Und jetzt kommt wahrscheinlich der Mega Ultra Super Hyper Boss. Level 20, der Gabriel-Wächter. Why not? Ja, du kriegst doch gar nichts ab. Ich weiß, ich keine Wada Kedavra habe, der kommt bestimmt dann bald noch. Ich sehe immer noch einen. Warte mal, wir müssen was anderes machen. Okay.
Boah, die Hälfte haben wir jetzt gleich runter. Der hat ja auch nicht auf die Fresse gerade gekriegt mit dem Move. Wow. Haben wir nicht immer noch Kaukohl? Ja. Hier. Die nerven den jetzt ein bisschen. Gut, auch nicht. Wir haben es geschafft. Das war nur der Vorboss. Was? Gut, Kaukohl tot. Aber egal, wir haben sie geschafft. Die Aufgabe. Wo könnt ihr weiter schauen, Zukunfts Prüfung? Warum? Ich bin doch fertig, oder nicht? Oder habe ich noch ein bisschen was? Achso, warte mal, das sind Erinnerungen zum Angucken. Ich dachte mir schon, das ist sowas im Wahnsinn. Dann möchte ich kurz die Tour hier machen. Schule vor mit, okay. Und noch irgendwas, was ich jetzt hier gesehen habe? Nee, okay. Oder? Ja. Nö, nochmal nicht. Dann können wir uns hier was angucken. Nun, ich bin neugierig auf Isidoras Reisen. Nur herein. Hier, setzen Sie sich. Isidora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater... Das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Das ist unerforschte Magie, Isidora. Man sieht nur, was im Glas verschlossen wurde. Wir wissen nicht, welche Macht damit verbunden ist. Aber die Spuren dieser Magie sind anders als alle, die ich kenne. Danke. So, wir schließen jetzt die Prüfung noch schnell ab. Und dann sind wir durch für heute. Ich meine, war auch lang genug. Das war die zweite Prüfung.
Sprich mit Percival. Da. Sie sind zurück. Und ja. In einem Stück. Nee, warte mal. Percival ist der hier. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Professor Rookwood hat mir erzählt, was auf Schloss Rookwood passiert ist. Angesichts der vorherrschenden katastrophalen Umstände ist es ein großes Glück, dass eine so kompetente Person diesem Weg folgt. Danke, Professor. Ich werde das zweite Artefakt hüten, wie Sie mir geraten haben. Gut. Kann es weitergehen? Was hat Isadora in Erinnerung aus der Brust ihres Vaters entfernt? Was war der leuchtende Faden, den Isadora aus der Brust ihres Vaters zog? Es war Schmerz. Nach den Prüfungen werden sie ihr Handeln besser verstehen. Dann bin ich bereit. Ich bin bereit, was auch kommen mag. In diesem Fall ist es Zeit für eine Einführung. Darf ich vorstellen? Neve Fitzgerald, ehemalige Schulleiterin von Hogwarts. Wie geht es Ihnen? Ich gebe zu, es überrascht mich eigentlich kaum, dass ein Schüler die Prüfungen absolvierte. Ich war stets überzeugt, dass Hogwarts-Schüler alles schaffen, was sie sich in den Kopf setzen. Danke, Professor. Ebenfalls sehr erfreut. Ich bin mir sicher, dass Sie meiner Prüfung mehr als gewachsen sein werden. Jedoch muss ich zuerst den Ort Ihrer Prüfung, wie soll ich sagen, vorbereiten. Wir vertrauen Ihnen, Professor Fitzgerald. Sie sollten am besten wissen, wie man mit dem Umstand umgeht, dass... Mit einem hochmütigen und ärgerlichen Schulleiter? Das sollte ich wohl. Ich werde sogleich bestätigen, dass alles in Ordnung ist. Natürlich. Professor Fitzgerald braucht etwas Zeit, um den Weg zu räumen. Bis dahin sollten Sie weiter an Ihrer Magie arbeiten. Sagen Sie Bescheid, sollten Sie in der Zwischenzeit mehr über Renrocks und Victor Rookwoods Aktivitäten erfahren. Sehr gern, Professor. Na dann, quatsch mal drüber, Fick. Ja, ich weiß. Ich soll meine Zauberkunst verfeinern. Sie lernen schnell. Hoffentlich hören Sie auch bald von Lodgok. Dann erfahren wir, wie es ihm mit dem Helm ergangen ist, den Sie besorgt. Stimmt, der war ja auch noch mit dabei. Das war gute Arbeit, wie immer. Wir sehen uns bald wieder. So. Es ist Winter. So, damit haben wir die Prüfung abgeschlossen. Genau. Charles, Hogwarts Prüfung. Jetzt haben wir sie endlich abgeschlossen. Und wir sind Level 20 immer noch. Aber knapp. Sekunde, ich will mal ganz kurz eben... Warte mal, jetzt muss ich gerade kurz zu der Kiste gehen, weil ich will eigentlich doch die drei Marken abliefern. Oder sind wir nicht im Gemeinschaftsraum? Nati erzählte mir von deiner Begegnung mit den Wilderern. Ich habe auch ein paar Neuigkeiten über sie. Können wir uns bald treffen? Ich fürchte, einiges von dem, was ich aufgedeckt habe, hat mit dir zu tun. Gut, warte mal. Wir müssen wahrscheinlich rausgehen. Die steht ja vor der Tür irgendwo, ne? Ja, warte mal. Ist sie da komplett drin oder was? Sind die Truhe für die Hausmarken. Ich soll Ihnen den Explosionszauber Bombarda zeigen. Wenn Sie meine Aufgaben abgeschlossen haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Dieser. Das wollte ich eigentlich noch gemacht haben. Die Herausforderung mit idealischen Schlüsseln läuft gut. Wir haben jetzt noch 6, wenn ich es richtig weiß. Gut, ich bin raus für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann werden wir wahrscheinlich Bombarder.